Ja, das ist mein nicht Bio-Komposthaufen, sondern das ist meine Erde, die ich einmal in der Woche auch dünge. Hauptsächlich habe ich hier Holzkohle verwendet. Ja, wir Menschen bestehen ja aus Kohlenstoff und ja, wenn man eben ohne Sauerstoff Holz verbrennt, dann passiert etwas, was für die Natur sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das hat eben das entwickelt, was wir heute haben, nämlich Leben auf dieser Erde. Und ohne Kohlenstoff, ohne getrennten Sauerstoff und ohne Wissen wäre die Welt nicht so, wie sie heute ist. Es ist der Mensch, der sich besonders entwickelt hat und der eben halt die Erde bereichert hat und der mit Biologie, mit Chemie und mit Physik das hervorgebracht hat, was man heute Kultur nennt. Früher war Kultur einfach auch nur der Anbau von Lebensmitteln gezielt. Man hat Äcker angelegt und man hat den Boden gedüngt, man hat ihn verbrannt und dann ist irgendwann das Glyphosat gekommen und in der Nachkriegszeit hat man eben vieles vergessen. Und man wollte ganz, ganz schnell irgendwo wieder den alten Zustand herstellen. Und da hat man eben auch ein paar Fehler gemacht. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das hier ins Reine zu bringen. Wir machen damit nicht die Industrie kaputt. Wir nehmen keinen Zweig weg, sondern das eine Projekt wird halt gefördert. Der kriegt dann einen Auftrag. Und ich denke mal, diejenigen, die Holzkohle herstellen oder Kohlefilter für Wasser etc., die werden wieder eine bestimmte Konjunktur haben. Und diejenigen, die etwas mit Gewalt erreichen wollen und mit Dummheit, die werden dann letztendlich verlieren, weil wir werden uns gegenseitig informieren und das Beste für uns dann auch herausfiltern und anwenden. Und ja, das Ergebnis lässt sich hier auch schon sehen für 5 Euro Einsatz. Natürlich kostet Wasser auch Geld, aber ein Sack Holzkohle, naja, gut. Die Kohle kommt aus Polen. Ich hoffe, wir verbrennen dort nicht die Wälder. Aber ich denke mal, auch letztendlich haben die auch einen grünen Daumen und sind genauso schlau wie wir. Und von dem her mache ich mir keine Gedanken. Wenn das für das Land nicht gut wäre, würden die das auch nicht machen, die lieben Nachbarn. Ja, jetzt klingelt die Kirche. Ich muss mal eben aufmachen. Einen schönen Sonntag. Es ist heute der 28. Juli 2019. Und ich denke mal, dass ich mich nicht vergriffen habe. Auf jeden Fall ist heute Sonntag. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ich hoffe, das Video ist einigermaßen gelungen und ich bin verstanden worden. Ich möchte damit nicht manipulieren, sondern nur Menschen informieren, was meine Ansichten sind, was mich derzeitig beschäftigt und ja, wie sehr das Thema Natur und ein glückliches Leben und gute Lebensmittel für mich sind. Bis dann.